Mietwagen sind jetzt gerade das Thema in meinen Beratungen. Deshalb mache ich heute mit euch einen kleinen Exkurs. Wie könnt ihr Mietwagen buchen und sicher sein, dass es ein seriöser Mietwagenanbieter ist? Welche Versicherung braucht man bei einem Mietwagen? Dann ist es so, wenn ich einen Mietwagenanbieter aussuche, zum Beispiel auf Mallorca oder sowas, muss ich die Versicherung nehmen, die mir versuchen, da irgendwie ans Ohr zu labern. Und warum sind Mietwagen im Moment so teuer? Oder was tun, wenn ich vor Ort bin und das Auto, was ich gebucht habe, gar nicht verfügbar ist? Und genau das in dem Kontext besprechen wir heute, was ich auch in meinen Calls mit meinen Kunden bespreche. Ich habe heute zum Beispiel auch wieder einen Call gehabt und da ging es genau um das Thema. Deshalb dachte ich, ich mache für euch heute einmal eine Folge nur um das Thema Mietwagen. Wie kann ich mehr Status, mehr Punkte und vor allem auch mehr Meilen bekommen, wenn ich Mietwagen buche? Das sind ganz, ganz wichtige Themen. Darauf wollen wir eingehen. Lasst uns in das Thema direkt einsteigen und darauf schauen, wie man einen seriösen Mietwagenanbieter findet. Diese Mietwagen gibt es ja bei vielen Firmen. Und wenn man sich das anguckt, es gibt nicht nur Sixt, Hertz oder wie sie alle heißen, das sind ja die Marken, die wir alle kennen. Selbst bei Hertz ist man ja im Moment nicht so ganz sicher, weil Hertz irgendwie so eine Folge hat, wo Hertz ja Kunden festnehmen lässt. Das ist natürlich ein Problem, weil sie irgendwie intern ihr Inventory nicht im Griff haben und Autos zum Beispiel, die man gemietet hat, nicht als zurückgegeben gelten, obwohl man zum Beispiel verlängert hat und bezahlt hat und so weiter und so fort. Da kommen Leute sogar in den Knast. Jetzt war auch der Knüller, dass einer mit einem Führerschein aus Puerto Rico das Auto mieten wollte und die haben gesagt, das würde nicht gehen, aber das geht. Also, man ist auch nicht bei den großen Mietwagenanbietern immer sicher. Ich selber bin bei den meisten Mietwagenanbietern, Avis muss ich ja auch nennen und so weiter, mit einem Status gesegnet. Mit der Diamond-Karte bei Sixt seit vielen Jahrzehnten habe ich die. Ich habe sogar mehrere über meine American Express, Centurion, Lufthansa, Horn Circle, aber auch eine von Sixt selber mal bekommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist nicht nur, dass es große Marken sind, denn Sixt hat ja auch zum Beispiel gerade auf den Balearen Franchise-Nehmer, die das machen. Oder in Italien, in Mailand habe ich mal einen Sixt-Mietwagen genommen und da war das Fahrzeug quasi nicht von Sixt selber, sondern von einem lokalen Anbieter, der ein Franchise hat. Dasselbe passierte mir auch in Dubai. In Dubai ist es ja Gargash, das ist der Mercedes-Höker vor Ort, um es mal provokativ zu formulieren, der Sixt auch macht. Was natürlich geil ist, weil man meistens neue Mercedes-Fahrzeuge hat. So ist das halt, dass man bei den internationalen Marken meistens auf der sicheren Seite sind. Man kauft natürlich damit dann auch etwas Sicherheit, weil sie auch etwas teurer sind. Aber wer Sicherheit möchte, sollte sich an die großen Marken hangeln oder dran halten. Das heißt also, wenn man die Mietwagenbewertungen sich anschaut, der Anbieter im Internet, dann ist das so, dass dann natürlich Marken, die man gar nicht kennt, Goldcar, wir haben zum Beispiel für einen Kunden auf Mallorca und auf Gran Canaria Goldcar-Autos angemietet und es gab nur Probleme, weil ihnen quasi eine unverschämte Mietwagenabzocke angeboten worden sind. Das heißt also, es waren lange Schlangen da, weil sie günstig waren. Aber dann kam dann auch noch etwas wie zum Beispiel, du musst das machen, wir geben dir das Auto nicht, wenn du die Versicherung nicht machst. Und das ist natürlich ein Problem, was ich natürlich immer wieder sehe, warum wir diese Firma dann auch nicht mehr empfehlen. Wer dieses Risiko eingehen möchte, kann natürlich mit den Testberichten gucken und einen mit 5 Sternen nehmen. Schwierig in der heutigen Zeit. Ihr wisst ja selber, wie eure Uber-Bewertung ist. Aber diese Sternbewertungen in Portalen sind natürlich immer wieder dann eine Handreichung, wenn man nicht auf die großen Mietwagenfirmen zurückgreifen möchte, weil man sagt, ich möchte hier ein paar Euro sparen. Ich kann es nur noch mal sagen an dieser Stelle, ich für mich selber, ich finde Peace of Mind. Und ihr werdet auch gleich sehen, dass das etwas ist, wie ich bei meiner Buchung zum Beispiel auch Versicherungen dazu buche. Mir wichtig ist, deshalb gehe ich nur zu großen. Und mit Sixt habe ich wirklich die besten Erfahrungen gemacht. Ich kriege von Sixt leider kein Geld. Ich sollte mal fragen, ob die mich sponsern. Aber geht zu Europcar oder geht zu Avis. Da macht ihr nichts falsch.
und bucht natürlich rechtzeitig. Da sind wir auch schon direkt in dem Thema Versicherungen. Und es gibt da bei den Versicherungen gerade viele, viele Optionen. Und wer von euch eine Kreditkarte hat, sagt, ich brauche ja keine Versicherung, weil ich ja eine Kreditkarte habe und die ist abgedeckt. Das ist teilweise richtig. Teilweise ist es natürlich so, dass wenn man mit Mietwagen, die man gebucht hat und die Kreditkarte benutzt, weil das ist ja Voraussetzung, damit die greift. Das heißt also, wenn ihr nicht mit der Kreditkarte bezahlt, die die Versicherung hat, dann kriegt ihr natürlich auch damit nicht den Versicherungsschutz. Ist das natürlich ein Problem, weil es zum Beispiel in Südafrika, die akzeptieren das nicht. Oder eure Kreditkarte schließt einige Fahrzeuge aus. Bei der American Express oder bei der Lufthansa Miles & More Kreditkarte sind zum Beispiel Ferraris, glaube ich, Jaguars und sowas sind ausgeschlossen. Heißt also, ihr müsstet da eine Versicherung abschließen beim Anbieter. Dann gibt es eine Kappungsgrenze bei 75.000 Euro oder eine andere, je nachdem, welche Kreditkarte ihr habt. Also das heißt, wenn ihr ein Fahrzeug zum Beispiel habt vom BMW, ein 7er BMW, der kostet gerne mal mehr als 75.000 Euro. Oder ihr habt einen, ich persönlich fahre gerade immer in den USA einen X5 oder sogar die X7er. Da kommst du mit 75.000 Euro nicht weit. Und deshalb buche ich dann immer wieder dazu etwas. Meistens nehme ich die sogar mit $0 Selbstbeteiligung, weil es gar nicht mal so viel mehr ist. Das ist über die 2 Wochen oder die 4 Wochen, die ich gebucht habe, jetzt dieses Jahr zum Beispiel, sind das irgendwie 10 oder 20 Euro mehr pro Tag. Aber ihr habt damit 2 ganz wichtige Vorteile. Und zwar das eine ist, wenn ihr das Auto wirklich kaputt machen solltet, braucht ihr nicht in Vorleistung zu gehen und dann von der AXA oder wer auch immer der Rückversicherer der Kreditkarte ist, das den Prozess durchzulaufen. Heißt, ihr habt damit auch keinen Stress. Im Prinzip, wenn das Auto einen Kratzer hat, irgendwas kaputt ist, geht natürlich nicht für Reifen und die Windschutzscheibe, das ist meistens ausgeschlossen, dass man dann einfach nur unterschreibt und sagt, hier, zack, Schaden, danke, tschüss. Und dann ist das Thema auch gegessen. Oder sollte es dort zu einem Totalschaden kommen, dann geben sie euch direkt ein neues Auto ohne Tuwabu. In der Hoffnung, dass euch natürlich nichts passiert ist. Ist auch alles hier keine rechtliche Beratung, sondern einfach nur meine Erfahrung. Ich bin ja kein Anwalt, deshalb könnt ihr da von mir jetzt da keine rechtliche Beratung erwarten. Aber ich glaube einfach, das gibt mir Peace of Mind. Ja, natürlich, das läppert sich, wenn man $20 pro Tag zahlt. Ich glaube, in meinem Fall waren es irgendwie $10 oder sowas. Das ist dann ganz, ganz hübsch, dass man da dann einfach wirklich sagt, okay, das ist für die Ruhe. Falls mal was passiert, auf Holz klopfen. Bei mir ist Gott sei Dank nur einmal in meinem Leben Auto Totalschaden gewesen bei Sixt. Und das war 1998, wo ich einen 7er BMW auf der A7 in Soltau-Falling-Bostel geschrottet habe, weil mir da einer auf die Spur kam. Aber nun gut, so ist das. Auf jeden Fall ist es so, dass man wirklich dann eine Versicherung wählt, die dieses dann ersetzt. Wenn man in diesem unwahrscheinlichen Schadensfall in Vorleistung gehen muss, wenn man einen mit 1.000 oder 2.000 Euro Selbstbeteiligung nimmt, ist diese Grenze ja gekappt. Das heißt also, ihr habt dann nur diesen Wert. Es ist auch empfehlenswert zum Beispiel ein Glas- oder auch ein Reifenschutz, denn dieser kostet zwischen 50 Cent oder 2 Euro pro Tag nur mehr. Und ist natürlich dann etwas, was im Urlaub einem durchaus etwas Freude gibt, weil man dann, wenn es so einen Schaden gibt und das passiert auf den Balearen oder irgendwo, wo so Steine fliegen, leider öfter. Oder man hat einen Schaden in der Windschutzscheibe, den man nicht gesehen hat. Das sind dann so Themen, wo dann die Scheibe reißt und ihr dafür zahlen müsst, obwohl es gar nicht wart. Oder ihr habt auch irgendwo am Parkplatz, Supermarkt oder auch in Frankreich, wo es üblich ist, dass man auf Kontakt fährt. Das heißt also, solange es nicht scheppert, aber man nur ein bisschen Gegendruck hat, ist das noch alles okay. Heißt also, die fahren gegen Fahrzeuge. Das ist ein ganz anderer Umgang mit den Autos. Heißt also, dass man diesen Versicherungsschutz schon dazu buchen sollte, bevor ihr ankommt, damit ihr dann nicht einen teureren Kurs abschließen müsst. Ein wichtiger Hinweis ist auch an dieser Stelle, dass die Mietwagenleute, die dort am Schalter sind, kriegen Provision. Das heißt also, sie werden dafür bezahlt, euch die Versicherung zu verkaufen.
Und es gibt am Schalter natürlich auch die sogenannte Mallorca-Police. Lass mich kurz erklären, was das ist. Das ist eine Haftpflichtversicherung für Schäden an fremden Autos oder Eigentum. Die könnt ihr aber irgendwie vergessen. Diese Mallorca-Police ist denn obsolet, weil die EU-Gesetzgebung natürlich ganz klipp und klar euch in Spanien, in der Europäischen Union mindestens 7 Millionen Euro Schutz gibt. Weil das ist übrigens vorgeschrieben. Die Mietwagen sind versichert. Heißt also, es macht keinen Sinn, so eine Versicherung dann abzuschließen. Wenn ihr vor Ort seid und man will euch trotzdem noch ein Ohr abkauen und sie eine Versicherung euch anbieten, wie solltet ihr euch verhalten? Ganz wichtig. Wenn ihr schon eine vorab Vollkaskoversicherung abgeschlossen habt, dann ist es so, dass ihr das Fahrzeug ausgehändigt bekommen sollte. Man sagt dann zu euch, hey, wenn du das nicht machst, dann kriegst du das Auto nicht. Und viele lassen sich davon ins Boxhorn jagen und vor allem auch, um keine Diskussion zu haben. Aber wie ich ja sagte, ist es dann so, dass die Leute Provision kriegen. Die wollen euch das aufs Ohr quatschen, dass ihr dann sagt, ja, scheiß drauf, ich mach's jetzt, ich möchte weg, es ist spät, es ist früh, hab keine Zeit oder wie auch immer. Aber bleibt hart. Es ist immer so, dass man die Unterlagen dabei haben sollte. Ich habe immer auf meinem Handy die Buchung in den E-Mails. Und da könnt ihr dann natürlich nochmal im Vorlauf lesen, auf dem Flug zum Beispiel, wie sind die Bedingungen. Wenn ihr einer dieser Versicherungen dazu gebucht habt, könnt ihr direkt sagen, nee, habe ich ja gemacht oder es ist in meiner Kreditkarte dabei. Und so ist es dann wirklich wichtig, dass ihr mit dieser Grundhaltung, dass ihr präpariert seid, an den Schalter geht und sagt, dass man alle Versicherungen hat und man keine weiteren braucht. Man ist sich auch natürlich der Risiken bewusst. Ihr wisst ja natürlich, dass sowas passieren kann. Dann lacht ihr und grinst euch ein, weil ihr habt entweder eine Versicherung zu Hause abgeschlossen oder ihr habt sie über eure Kreditkarte, die ihr benutzen wollt. Wenn man aber trotzdem dieses Erpressungsszenario hat und der Vermieter euch die Schlüsselübergabe verweigert, dann ist es einfach so, dass man dem Mitarbeiter sagt, dass er das schriftlich auf eurer Buchung vermerken soll, in englischer Sprache, und dann natürlich sagt, dass er nur das Auto bekommt, wenn ihr die Versicherung abschließt. Und dann natürlich mit Namen und Unterschrift. Es ist natürlich so, dass ihr dann in Deutschland alles, was ihr bezahlt habt, zurückbekommt und wenn ihr das Ganze reklamiert. Man kann natürlich auch ein Handy rausholen, das einfach filmen. Ist natürlich je nach lokaler Gesetzgebung etwas problematisch. Damit wäre für mich der Fall gegessen. Und jetzt wisst ihr, warum ich zum Beispiel nur bei Sixt miete und dann einfach diesen Stress nicht habe. Da müsst ihr mal schauen, wie viel euch eure Zeit wert ist. Auch hier ist jetzt der Moment, wo ihr den Kanal abonnieren könnt, die Glocke anmachen könnt und auch vor allem schauen könnt, ob ihr weiter solchen Content sehen wollt und euch dafür interessiert. Dann macht die Glocke an, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ihr genau diesen Content von mir live bekommen könnt. Auch jeden Abend live auf Frequent Traveler TV. Warum sind die Mietwagen im Moment so rar gesät und teuer? Es ist immer noch wichtig, dass man lange im Voraus bucht. Ich buche immer den Mietwagen mit einer Rate, dass ich dann auch jederzeit stornieren kann. Das ist nicht viel, das sind 50 Euro oder sowas. Aber damit ist man dann auf der sicheren Seite, dass wenn man nicht hinkommt, dass man es immer noch stornieren kann. Und die Preise im Sommer 2023 sind unter denen von 2022, wenn wir ehrlich sind. Die Mietwagen, die ich jetzt gebucht habe, sind alle billiger. Natürlich sind sie teurer als vor der Pandemie 2019. Auch die Auswahl ist geringer. Das heißt also, ich habe das Gefühl, dass gerade der X5 oder der X7, den ich in den USA meistens buche, sehr, sehr rar gesät ist, nicht an jeder Station zu bekommen ist. Die Kosten von den Autovermietern werden euch natürlich weitergegeben. Und da ist es so, dass natürlich die Geschäftsreisen immer noch bei 60% sind. Heißt also, der klassische Kunde, der einen Mietwagen nimmt, nicht mehr vor Ort ist. Und damit bekommen wir natürlich dann ja die Preissteigerung, weil man halt einfach die Fahrzeuge, die man hat, weniger sind sie übrigens auch geworden, zu einem höheren Preis versucht zu vermieten, um das Geschäft zu machen, was man vorher gemacht hat.
Und heute ist es so, dass man natürlich auch Fahrzeuge nicht bekommen hat, weil auch da gab es Lieferengpässe. Nur ist es so jetzt, dass man die Flotten langsam wieder aufstockt, dass die Mietwagenvermieter da auch sagen, okay, das ist cool, ich habe da etwas mehr Möglichkeiten, Autos zu nehmen. Ich bin auch im Risiko, weil Reisen wieder funktioniert. Heißt also, dass durch die vermehrten Lieferungen der Fahrzeughersteller wieder mehr Fahrzeuge da sind. Ein anderes Thema ist auch, es ist so gewesen, dass Mietwagenhersteller kaufen ja nicht ein Auto, Mietwagenhersteller, das ist geil. Mietwagenvermieter kaufen ja nicht ein Fahrzeug, sondern die kaufen Hunderte, Tausende. Sixt ist ja zum Beispiel der größte Kunde bei BMW und bei Mercedes-Benz. Weltweit gesehen, weil sie Tausende von Fahrzeugen kaufen. Und sie haben da auf ein Kontingent zurückgegriffen, wo BMW zum Beispiel Autos auf Halde produziert hat und gesagt hat, du, wir haben hier 500 Fahrzeuge, die kriegst du mit einem Abschlag. Da sind Abschläge 10, 20, 30, auch 40%, wie man hört, nicht wirklich eine Ausnahme gewesen. Und somit ist damit dann auch dieser Weg, wo sich Mietwagen Vermieter mit wieder schadlos gehalten haben. Ihr seht das ja zum Beispiel in München, gibt es große Halden, wo man gebrauchte Mietwagen kaufen kann. Ich selber würde keinen kaufen, weil man weiß ja nicht, wie die Leute damit umgegangen sind. Und diese Halden sind ja auch kleiner geworden. Das heißt also, sie verkaufen die Fahrzeuge dann wieder mit einem Gewinn. Und diese Margen sind alle weniger geworden und deshalb sind die Preise so teuer. Jetzt wollt ihr wissen, wie könnt ihr bei der Mietwagenbuchung wirklich sparen? Und da ist es so, dass ihr vor den Sommerferien rechtzeitig oder vor dem Anmietzeitraum rechtzeitig buchen solltet. Ich glaube auch nicht, dass es Last-Minute-Schnäppchen gibt. Es gibt bei Sixt zum Beispiel aber dann, dass man ein Auto einer bestimmten Kategorie buchen kann, quasi als Blind-Booking. Ihr wisst nicht, welches Auto ihr bekommt. Für mich nicht unbedingt der Fall, weil ich mag größere Autos, weil ich viele Koffer habe oder weil ich viele Leute habe, mit denen ich durch die Weltgeschichte fahre, aber einfach auch komfortabel sitzen möchte. Und deshalb ist eine kurzfristige Preissenkung eigentlich nicht in meinen Augen absehbar im Moment. Und für die Hauptsaison ist es immer noch so, dass man im Moment immer noch günstigere Tarife hat. Und schaut aber, dass ihr kostenlos stornieren könnt. Jetzt geht es natürlich um das Thema, ihr seid vor Ort angekommen und das gebuchte Fahrzeug ist nicht verfügbar. Und ihr habt ja, wenn ihr eine Vorausbuchung gemacht habt, zum Beispiel bei Expedia oder sowas, habt ihr ja einen Reisegutschein. Oder ihr habt gebucht über Sixt, ihr habt eine bestätigte Buchung. Und da ist es so, da muss der Wagen von der Größe und der Beschaffenheit, heißt also Automatik, Gangschaltung, Cabrio, SUV, Kombi, Viersitzer, Neunsitzer, Siebensitzer, da sein wie gebucht. Farbe, Firma. Das zählt leider nicht. Ich schreibe bei meinen Buchungen immerhin Must be BMW und Sixt gibt einem auch, eigentlich muss ich wirklich bei Sixt mal nachfragen, ob ich hier eine Werbepauschale von denen kriege, kann man ein bestimmtes Fahrzeug buchen. Und jetzt geht es dahin, dass man natürlich dieses Fahrzeug zu beschaffen hat als Vermieter. Und das heißt also, wenn man dieses Fahrzeug nicht hat, dann müssen sie zum Nebenmieter gehen. Heißt also, dann sollen sie zu Avis tippeln und das Auto holen. Und das ist dann wirklich so. Das ist dann nicht euer Problem. Wenn die das natürlich nicht machen, das werden die auch nicht tun, das kann ich euch sagen. Also ich habe das selber Gott sei Dank nicht erlebt. Auch bei meinen Kunden Gott sei Dank nie erlebt, weil sie immer einen Status haben und damit dann von solchen Quatsch verschont waren. Heißt, dann müsst ihr selber zum Nachbarn gehen und das Auto dann anmieten und diesen Wagen dann spontan zum lokal üblichen Preis mitnehmen. Natürlich ist das ein X-faches an dem, was es normal kostet. Aber dann müsst ihr euch das erstatten lassen, weil ihr ja den Wagen natürlich nicht bekommen habt. So ein Voucher, so eine Buchung ist schon verbindlich. Also könnt ihr darauf bestehen und müsst euch nicht abspeisen lassen. Die wichtigste Frage natürlich, die ihr habt, ist, welche Kreditkarte soll ich nehmen? Und vor allem, wenn ich eine Kreditkarte nehme, kann ich diese ändern lassen, weil ich zum Beispiel mehr Punkte bekomme. Ich persönlich habe zum Beispiel eine Kreditkarte genutzt und habe dann aber festgestellt während der Anmietung, ich habe zwar die Versicherung und alles, aber wenn ich mit der bezahle, kriege ich weniger Punkte, weil die andere Karte gerade eine Promotion hat. Was kannst du tun? Also das eine ist einfach, dass ihr euch anschaut, welche Kreditkarten
beziehungsweise was die Bedingungen der Kreditkarte sind. Ich habe eben euch ja schon gesagt, was es zum Beispiel zu beachten gibt. Heißt also zum Beispiel, ob es eine maximale Deckungssumme gibt, ob es Marken gibt, die nicht abgedeckt sind, ob es zum Beispiel bei denen auch Regionen gibt, wo sie nicht abgedeckt sind, oder aber, dass ihr grundsätzlich wisst, dass Kreditkartenversicherungen grundsätzlich dort nicht gelten. Und das ist in diesen Fällen natürlich dann wichtig zu wissen. Ich persönlich bin ein großer Freund der American Express Centurion-Karte. In den USA nutze ich auch zum Beispiel meine Marriott Bonvoy oder aber meine Hilton Aspire, weil diese natürlich mehr Punkte gibt. Und das ist dann auch schon die Geschichte, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ich bin in den USA, ich sehe, oh, American Express hat eine Promotion auf meiner Hilton-Karte, aber nicht auf meinen anderen Amex-Karten. Da dachte ich, shit. Ich zu Six gefahren, Auto abgegeben, zum Counter gegangen, habe gesagt, du, ich habe mit meiner Centurion-Karte das Auto angemietet, mit der Centurion-Rate, weil sie auch am billigsten war. Ich würde gerne aber mit dieser Karte, mit der Aspire-Karte zahlen. Man guckte mich an, really? Ich so, yes, I get more points. Und was haben die dann gemacht? Die haben, obwohl die eine Karte natürlich mit dem vollen Betrag von $1,800 oder sowas belastet worden ist, haben sie den Betrag retourniert. Und haben vorher aber auf meiner Hilton-Karte denselben Betrag nochmal belastet. Dafür war es für mich eine Win-Win-Situation. Heißt also, die Buchung ist gar nicht erst zustande gekommen auf meiner American Express Centurion-Karte, weil es waren 1000 irgendwas, die abgebucht worden sind, sind wieder drauf erstattet worden. Aber ich habe dann mit der Hilton-Karte, ich glaube sogar, das Vierfache an Punkten bekommen. Und die haben dann einen höheren Wert gehabt als die American Express Membership Rewards-Punkte. Mit dieser Geschichte möchte ich euch dann nochmal dran erinnern. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten. Vielleicht denkt ihr über eine Kanalmitgliedschaft nach und ich freue mich, wenn ihr mir eine Nachricht hinterlasst. Ihr habt unten in den Shownotes auch die Kontaktdaten. Dann lassen wir uns doch zu dem Thema weiter reden. Wenn ihr Fragen zum Mietwagen habt, Fragen zu Kreditkarten habt, fragt mich. Also, ich freue mich, euch heute Abend in der Sendung zu sehen. Viel Spaß und ich gucke gerade rum. Wo ist die Taste? Da ist sie. Also, bis dann. Danke und tschüss.